Na, sieh mal einer an. Oh, armes Fischi. Ich will das Fischi zurücktun hier. Ins Wasser, wo gar keins ist. Ein paar Hinrichtungen sind ein kleiner Preis für unsere Freiheit. Du fetter Walfisch, gib sie raus! Hat er gerade Wichser gesagt? Der kann doch nicht Wichser sagen. Wieso hat denn Big Daddy jetzt wieder volle Energie? Der war doch gerade eben noch angewundet. Hier unten? Okay, warte mal. So, hacken wir das gute Ding mal. Habe ich den Dieter Thomas Heckwitz schon gebracht eigentlich? Nee, ne? Oder doch? Wahrscheinlich schon. So, jetzt müssen wir da lang gehen. Dann da. Hauptsache erstmal ein bisschen am Anfang immer ein bisschen Zeit erkaufen. Nein! Scheiße! Okay, nochmal. Blablabla, am Anfang ein bisschen Zeit erkaufen. Ich dachte, das Wasser kommt von oben, nicht von unten. So, machen wir es diesmal mal richtig. Und ich muss mich beeilen, sonst bin ich wahrscheinlich gleich död. So, ja, das ist doch easy jetzt. Machen wir hier einfach nach oben. Zack, den hier können wir dahin schon mal setzen. Und jetzt machen wir einfach den hier und dann machen wir noch den hier und schon sind wir durch. Ach, da ist noch eine Selbstschussanlage. Die uns natürlich über 1000 Kilometer hinweg sieht. Ich glaube, wir sollten zuerst die Selbstschussanlagen alle hacken. Dazu speichere ich jetzt natürlich nochmal. Sag mir nicht, dass noch eine. So, pass auf, hacken. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. So und so. Da haben wir ein paar raffinierte... Achso, war ja schon. Ach, Alter, was ist denn los heute? So, fertig. So, hier noch eine Eve-Spritze. Und hier haben wir noch Schlüssel für Tauchkugeln. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ob das jetzt eine wichtige Info für uns war, ich weiß es nicht. So, wir durchsuchen mal. Medical Expert! Verbessert Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Können wir einfach mal mitnehmen. Ich hab
Ach, die schießen auf uns. Das finde ich aber nicht so gut. Mist. Ich müsste gerade mal gucken. Ich musste mal die Pistolenkugeln in die richtige Reihenfolge bringen. Sind jetzt tot? Ich höre noch einen. Gut, dass wir die Selbstschussanlagen gehackt haben. Das war gerade ein bisschen Tohuwabohu. Weil ich gerade die falsche Muni hatte und ich wollte die panzerberechende Munition nicht verschwenden. So, haben wir es denn jetzt? Mist, Alter. Uh-oh. Ich muss speichern, weil ich gleich bestimmt den... Kommen da jetzt unendlich viele oder wie sieht's aus? Ich fürchte, ich muss den Big Daddy abernten und ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Vor allem, der kann uns ja auch so gut aus der Gegend pflücken einfach. So, jetzt hier panzerbrechende Pistolenkugeln. Oh, jemine, oh weh, oh weh. Mist. Okay, lass mal überlegen. Scheiße, das macht er immer wieder. Ich erwische den gar nicht von da hinten, kann das sein? Boah, na endlich! Hey, ich will die Nietenpistole nehmen. Rosie? Ach, ist ja süß. Rosie O'Donnell oder was? Oh. Nun wein doch nicht. Ich rette dich. Nein. Doch, doch. Oh, doch. Nächstes Mal sollte ich doch ein bisschen frontaler drauf gehen. Ich will den Big Daddies ja auch nichts tun. Tenenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt an einem Teddybären, den du bei einem Gatherer's Garden findest. Okay, in Gatherer's Garden war... Guck mal, der nächste ist gleich da vorne. In Gatherer's Garden lag hinter uns.
Dann gehen wir nochmal ganz kurz hin. Was hat denn der jetzt gemacht? Ach, wir kommen ja auch von da. Guten Tag. Mann. Ich müsste auch mal die Heilungsstation nutzen. Ach, da kommen wir gar nicht mehr hin, ne? Okay, kein Teddybär. Ich hätte das mit dem Zorn hätte ich mal an Big Daddy probieren sollen. Verdammt. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht mein bester Kampf gegen einen Big Daddy war. Und ich brauche unbedingt wieder Verbandskästen. Kann man sich hier eigentlich welche kaufen? Nee, ne? Nee, nur heilen. Pass mal auf, bevor ich weitergehe, es tut mir leid, wenn ich nochmal zurückgehe, aber ich hole mir doch nochmal ganz kurz ein, zwei Verbandskästen. Wir haben nur noch drei. Das Eve geht uns auch langsam aus. So. Hallo! Ohohoho. So. Dann können wir jetzt endlich weiter. Wo geht's denn hier hin? Ich hab da jemanden gehört. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Ah, da hat uns die kleine Teddy hinterlassen. Da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Warum glänzt der da hinten so? Der Auseinander! Was? Lass meine Beine in Ruhe! Scheiße! Alter, ich bin der schlechteste Schütze der Welt! Mist. Das Little Sisters Haus. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind wissentlich. So. Ja, 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 komm klar. Er hat eine Waffe! Er hat eine Knarre! Wer spricht denn da?